Hallo, liebe Aufrufer, heute zur Lichtgeschwindigkeit. Täglicher Kommentar zur Medienlage, Echtzeitmedien gegenüberstellt mit Holz. Zeitung mit der Berliner Zeitung von Donnerstag, dem 27. Oktober. Der Berliner Tageszeitung, die Taz. Die linke Taz mit dem Sekundärgeschlechtsmerkmal Tick. Die rechte Tagesspiegel, der Tagesspiegel aus Berlin und die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus Frankfurt am Main am 27. Oktober und die Berliner Morgenpost aus dem allseits beliebten Axel Springer Verlag, hier wo auch die Bildzeitung erscheint, aus Berlin. Zunächst, was ist eines der wichtigsten Werkzeuge eines Malers? Ja, richtig geraten, der Lappen. Der Lappen dient zu ganz unterschiedlichen Sachen. Man kann sich die Finger abwischen. Vor allen Dingen fängt man, wenn Farbe heruntergelaufen ist, die Farbe ab. Oder man kann natürlich auch mit dem Lappen reiben, Nase putzen und so weiter. Lappen, Lappen, Lappen. Pinsel ausreiben. Der Lappen ist ganz wichtig. So wie manche andere Sachen, wenn man sie nicht wegläuft, sie ins Bild kommen, dann muss man sie auch erklären. Alles, was ins Bild kommt, muss man erklären. Das ist ein wichtiges Thema. Wie weit reduziert unsere Welt sich selbst, indem die Dinge im Internet nur noch durch Angaben, verbale Angaben über die Dinge kommuniziert werden? Die Dinge selbst, die Sinnlichkeit ist was anderes als die reduzierte, beschriebene Sinnlichkeit. Und jetzt komme ich noch zu meinem schönen Lied. Auf einem Himmel wird er zeisig, er hat ein Mädchen bei sich. Er lebt mit seinem Schwänzchen und tanzt sein Hochzeitstänzchen. Lila, lola, la, heißt ich bin ein verliebter Zeisig. Ich habe das jetzt umgedichtet, das heißt eigentlich mit einem kleinen Zeisig. Auf einem Himmelbett der Zeisig, er hat ein Mädchen bei sich. Wie leicht kann beim Verführen eine Dummheit ihm passieren? Lila, lola, leisig mit einem Zirp, Zirp, Zirp. Gut, mein Thema heute ist die Piraten im Berliner Landtag. Heute hat sich der Landtag sozusagen das erste Mal zusammengefunden. Dann kommen dann eine ganze Reihe Formalien, die dann die Piraten das erste Mal auch mitmachen dürfen. Ich wünsche den Berliner Piraten wirklich viel Glück, Optimismus und nicht zurückschrecken vor den unglaublichen Friktionen, den Zerreißkräften, dem Kommunikationsaufwand und dem ganzen Leerlauf, der damit verbunden ist und wirklich die Nerven tötet. Politik ist ein spezieller Beruf, dazu muss man sozusagen dünnhäutig und dickhäutig zugleich sein. Also viel Erfolg, liebe Piraten. Und dann kommt hier schon mein Hammer. Ich finde es absurd, dass die Piraten nach wie vor herumspinnen mit dem sogenannten Liquid Feedback Tool. Und jetzt habe ich also gestern Abend und heute Philipp Banse, freier Mitarbeiter des Deutschlandfunks, der an sich in der IT-Politik immer mal wieder auffällt, dadurch, dass er Ambitionen hat, als Redakteur, als Moderator, als Multiplikator, als einer, der versucht, IT-politisch auf der Höhe zu bleiben. Philipp Banse hier in Berlin hat einen riesen Unfug zusammengeschnitten, eine Sendung über Piraten und tralala. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt geht der Berliner Abgeordnetenpirat Andreas Baum in das Liquid Feedback Tool und dann kommt ein Schnitt und dann kommt wieder irgendein Zitat und jemand sagt, und damit ergänzen Sie Ihr politisches Programm. Philipp Banse, schau einmal nach, was dann kommt, wenn du sagst, jetzt gehen die Piraten ins Liquid Tool. Was dann geschieht? Und wie weit das mit dem Unfug, den du verbreitest, übereinstimmt oder dem zuwiderläuft. Und wenn du das nicht prospektiv ermitteln kannst, weil die Zukunft ja noch vor uns liegt, dann schau einfach bitte zurück auf die letzten 3 Jahre, wo dieses Liquid Feedback angeblich praktiziert wurde, aber nicht praktiziert wurde mit Erfolg, sondern überhaupt gar nichts bringt, sondern eben ein Spielzeug ist, das Beteiligung vortäuscht, aber nur Augenstaub produziert. So viel hier. Und die Berliner Morgenpost hat also zu dem Thema des Berliner Abgeordnetenhaus von heute recht wenig. Allerdings wird dann beschrieben, dass der geschichtlich begründet und auch rechtlich begründet die Regierungsbildung, also die Senatsbildung,
angreifende Vertreter der größten Partei im Berliner Abgeordnetenhaus, das ist die SPD, also der bis jetzt regierende Bürgermeister Klaus Wowereit, Probleme hat in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU. Auch deshalb, weil er jetzt natürlich gewissermaßen keine andere Koalitionskonstellation mehr im Ärmel hat, mit einer solchen Option er der CDU drohen könnte. Und die Piraten haben schon gesagt, sie wollen jetzt erstmal nicht mitregieren. Ja, das ist eine kluge Ansage aus verschiedenen Gründen. Der angegebene Grund, die Piraten müssen erst noch was lernen, der ist natürlich seriös und ernst zu nehmen und sicher auch ernst gemeint. Aber es gibt viele andere Gründe, weshalb man sich an diesen Eiertänzen der Blockparteien zunächst nicht beteiligt. Und eine Position der Piraten als Oppositionspartei jetzt auch erstmal gefunden werden muss, da die Linkspartei in dem Sinne, wie sie nicht selbst in Regierungsverantwortung steht, natürlich mit überhöhten oder extremen Behauptungen auftreten kann in der Opposition und zwischen diesen Blödsinnsbehauptungen der Linkspartei und den Blockparteien für die Piraten eine sinnvolle Opposition zu sein, programmatisch. Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich, außer man geht sozusagen von diesem Themenhopsen weg und sagt ganz einfach, wir wollen Transparenz und Vernunft besorgen. Das ist zunächst schon eine große Aufgabe und das würde ich auch sagen, ist etwas, was die Öffentlichkeit sicherlich gerne sehen würde, also hier für die Piraten. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat zu dem Thema Piraten und auch Regierungsbildung in Berlin nicht viel. Sie halten sich alle mit den tollen Beschlüssen in Brüssel auf, da komme ich dann extra dazu. Und auch die Taz hat hier nicht zu den Piraten und auch nicht zu dem IT-Demokratie Liquid Feedback Tool, Berliner Zeitung ebenfalls nicht. Hier habe ich aber größere Darstellung, Entschuldigung. Ist das ein ekliges Papier. Berliner Zeitung kann man nicht kaufen. Kann man gar nicht anfassen. Furchtbar. So, also hier habe ich Wowereit im größeren Stile gesehen. Es ist aber nichts Bedeutendes. Wowereit behauptet nämlich, er hätte andere Optionen als die CDU-SPD-Koalition. Gut, wir werden das abwarten können. Schönen Dank für den Aufruf hier für heute. Donnerstag, 27. Oktober 2011. Danke für den Aufruf bei YouTube.